nach einer Gehirnblutung, nach einer Operation. Das ist eigentlich, ja, ich habe die Nacht geschlafen, in der Früh bin ich munter gefahren, habe meine Arme nicht mehr gefunden. Und so haben sie den Schlaganfall dann festgestellt. Ich war 3 Monate im Ruhestand, da habe ich überhaupt nichts machen können, gar nichts. Und dann so kleinweise mit Rehabilitation und so, ja. Also ich habe eine Bekannte, und die ist Logopädin, und die hat das mir dann erzählt. Also es ist eigentlich wirklich hauptsächlich beim Gehen. Sonst den Haushalt mache ich immer selber und so Sachen, aber beim Gehen, wenn ich weiter gegangen bin, dann ist der Fuß ist immer so durch, also das Knie habe ich überdehnt und so durchgeschnalzt. Ich spüre das einfach besser mit der Handinnenfläche zum Beispiel. Wenn ich wer kitzelt oder wer angreift oder irgendwas, das spüre ich besser als wie vorher. Die Sensibilität ist schon besser geworden. Zum Beispiel in der rechten Hand was trage, habe ich vorher die Tür nicht öffnen können mit der linken Hand. Das mache ich aber jetzt. Ich habe eigentlich fast nichts mehr gemacht. Und durch die Therapie jetzt, da bin ich wieder ein bisschen mehr motiviert worden, dass ich daheim auch Sachen probiere. Während der Therapie haben wir eigentlich relativ schnell Verbesserungen gemerkt. Ich glaube, in noch 5 Einheiten sowas hat es bereits berichtet, dass die Tür zumachen kann oder aufmachen kann. Das, was vorher nicht so gut gegangen ist. Was dann auch eben schnell gekommen ist, ist eben das Gangbild, dass sie das verbessert hat. Zum einen, weil einfach dieser motorische Kortex, man kann sich also vorstellen, dass das eben von einem Ohr zum anderen so drüber geht. Und da gibt es eben die verschiedenen Bereiche, was für Hände und Füße zuständig sind. Also in der Mitte, fast mehr in die Furche rein. Das sind die Beine, dann gibt es eben die Hände, auch wieder links und rechts. Und das liegt trotzdem alles relativ nahe beieinander. Das heißt, wenn ich mir Bewegungen vorstelle und immer wieder dieses Zentrum aktiviere, da sind ja die umliegenden Bereiche auch aktiviert. Das ist auch wieder ein Paradebeispiel dafür, dass wir die Hände trainiert haben und die Füße haben am meisten reagiert.